Aber Vater sagt, mein junges Vaterherz hüpft vor Freude über eure kleine Seele. 11. März 2016. Worte von Abba Vater durch Bruder Ezekiel, gesprochen von Jackie. Claire begann, die süße Gegenwart unseres Herrn Jesus sei mit euch allen Herzbewohnern. Nun, heute Abend habe ich etwas Besonderes zu teilen mit euch. Ezekiel hatte eine Vision von Gott, dem Vater, und ein Wort von ihm. Es ist so liebevoll und wunderschön. Ich lese es euch vor. Sofort, als ich ins Gebet kam, sah ich Gott, den Vater, Abba Daddy. Er hält das Kleinkind Jesus in seinen Armen. Er sieht genauso aus, wie ein frisch gebackener junger Vater sein neugeborenes Kind halten würde, wenn die Hebamme ihm dieses winzig kleine, eingewickelte Geschenk in die Arme legt. Er hatte einen solch staunenden Blick. Man kann ihn gerade sanft sagen hören, durch seine Freudentränen hindurch: Hallo, ich bin dein Vater. Und der Winzling bewegt instinktiv sein kleines Köpfchen gegen die Brust seines Vaters, gezogen von einer solch mächtigen Liebe und Wärme, die aus dem Vaterherzen strömt. Und genauso instinktiv sucht es nach der ersten Nahrung an der Brust. Widerwillig legt der strahlende junge Vater das Kind ganz sanft in die wartenden Arme der Mutter. Was für ein wunderschön und liebevoller Moment, den die drei teilen. Was für eine tiefe Liebe das junge Paar füreinander empfindet in diesen himmlischen Momenten. Während dieser ganzen Zeit haben sie gehofft und gebetet, es genährt, verwöhnt und auch gefühlt und für das Kleine gesungen, während es noch im Mutterleib war. Und jetzt haben die Monate des Wartens und der nervösen Vorfreude den wundervollen Kaskaden freudiger Tränen und dem innig gesprochenen Ich liebe dich Platz gemacht. Nun zurück zum Bild von Gott selbst, der sein geliebtes Kind zum ersten Mal auf diese Weise hält. Aber Vater begann, jetzt möchte ich, dass du ein paar Dinge betrachtest. Erstens gab es da einen extrem wichtigen Moment, der gerade zwischen diesem Neugeborenen und seinem neuen Vater stattgefunden hat, auch mit seiner Mutter. Aber für den Moment betrachten wir diese ersten Momente zwischen Daddy und Baby. Das Zweite, was ich wirklich möchte, dass du es innig betrachtest, ist diese tiefe Wahrheit. Jedes Mal, wenn ich euch anschaue, wisst ihr, was das Erste ist, was ich sehe? Trotz allem, was ihr getan oder nicht getan habt in eurem Leben bis zu diesem Augenblick, habt ihr nur die leiseste Ahnung, was ich sehe, wenn ich euch betrachte? Wenn ich jenen langen, liebevollen Blick auf euch werfe, ähnlich wie eine junge Mutter, die ihr kostbares Kleines für ein Nachmittagsnickerchen hingelegt hat, und dann hält sie an der Tür plötzlich inne und wirft einen staunenden Blick zurück auf ihren kleinen Schatz, ganz vernarrt in jene winzig kleinen Finger und Zehen, jene zarten Lippen und jene kleinen runden Wangen. Ich könnte noch lange so weiterfahren. Mein Punkt, meine tiefe Wahrheit in alledem ist, euch einfach zu sagen, dass ich jener junge Elternteil bin. Ja, ja, ich bin es. Für einen flüchtigen Augenblick erlaube ich mir, jener junge, unschuldige, reine, unerfahrene und von Ehrfurcht ergriffene junge, erstmalige Vater zu sein. Wie liebevoll ich euch halte, während ich euch meinen Lebensgeist zum ersten Mal einhauche. Wenn ihr nur die Tage, Wochen und Monate sehen könntet, wo ich über euch schwebe, euch aus dem Mutterleib hervorbringe und sage: Dieses Kleine gehört mir. Ja, ich erhebe Anspruch auf euch, wenn ihr aus dem Mutterleib hervorkommt. So hingerissen bin ich von eurer kleinen Seele,
so klein und so zerbrechlich, so makellos und rein durch den Atem eures Gottes. Wie ich es liebe, euch hinausziehen zu sehen, als ein weiterer Träger meines eigenen Herzens und meiner eigenen Seele, mit enormem irdischen und ewigen Potenzial. Und gleichzeitig bin ich traurig, euch gehen zu sehen, da ich genau weiß, was euch in dieser gefallenen und sündhaften Welt erwartet, in die ihr hineingeboren wurdet. Einige haben gesagt, dass ich hoffnungslos romantisch sei. Oh nein, das ist so weit von der echten Wahrheit entfernt von dem, wer ich bin. Im Gegenteil, ich bin absolute und komplett hoffnungsvolle Liebe. Vielleicht könnt ihr damit anfangen, indem ihr versucht, euch selbst durch ein anderes Linsenset zu betrachten, mit anderen Augen, mit einem anderen Herzen, mit meinen Augen, mit meinem Herzen, und wenn der Feind eurer Seele kommt, mit seinen Lügen und Verzerrungen und falschen Anschuldigungen und über Schuld spricht, dann erinnert euch an jenen langen, liebevollen Blick. Ihr seid jener kostbare und unbezahlbare Schatz meines Herzens. Also kommt, lasst uns zusammen richten, auch wenn eure Sünden so rot wie Scharlach sind, werde ich euch weiß waschen wie Schnee. Ich werde das steinerne Herz aus euch herausnehmen und es mit einem sanften, liebevollen, neugeborenen Herzen aus Fleisch ersetzen, angefüllt bis zum Überfließen mit meiner eigenen, reinen Liebe für euch und all jene, denen ihr begegnet.